Herzlich willkommen an dem einzigen Ort in der Welt, wo man Sie nicht einer Gehirnwäsche, einer Massenmanipulation, einer Propaganda oder Werbung unterzieht. Ja, bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, schneller hören macht Freude, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen. Ja, es passieren viele interessante Dinge, die sozusagen, ja, wo ist es? Jetzt muss ich hier gucken, was hier passiert ist. Paar Sekunde. Ja, einerseits habe ich gerade telefoniert mit der neuen Partei in Österreich, die über die 5% gekommen war, also ins Parlament gekommen war. Ich glaube, sie heißt MFG, ist also sicherlich eine maßnahmennachdenkliche Partei. Ich hatte mit der Dame da von der Parteizentrale ein sehr nettes Telefonat, wo wir auch inhaltlich in viele Details gegangen sind. Ich habe ihr auch die von uns beratende Partei des Gemeinwohls-PDG gezeigt im Internet, und sie hat auch die Homepage Next Scientists for Future aufgeschlagen und fand das alles hochinteressant. Vielleicht lässt sich diese Partei von den Next Scientists for Future, von einem Arzt für Gesundheit aus Österreich und mir dann zukünftig beraten. Vielleicht haben die da uns dann vielleicht mit einem Laptop immer online mit dabei, so dass sie immer gemeinsam mit uns auftreten könnten und dann eben die Chance hätten, dieses 56% der Wählerstimmen erreichen zu können oder sich denen annähern zu können, die man zusammen mit Gemeinwohlwirtschaft als Lösungsmodell für all die genannten Probleme erreichen kann. In Österreich kam jetzt es auch zu einer sensationellen Diskussion im Internet rund um den Begründer der weltberühmten Gemeinwohlökonomie GWÖ, Christian Felber. Und zur Felber-Corona-Diskussion fanden wir folgenden Kommentar. Allerdings wurden diese Kommentare auch immer wieder mal gelöscht. Also ich bin nicht sicher, wie weit da auch schon wieder überall die Zensur greift. Immerhin fanden wir diesen Kommentar so gut, dass wir ihn auch bei uns ins Forum gestellt haben, in unser eigenes Forum gestellt haben. Und da hat dieser Autor geschrieben, ich glaube, der hat das ganz gut getroffen, weil der offensichtlich die Homepages von uns auch ganz gut kennt und auch die Partei des Gemeinwohls offensichtlich ganz gut kennt. Da hat dieser Autor geschrieben, die Gegensätzlichkeit von Christian Felber, Gemeinwohlökonomie GWÖ, also der hat also wohl einen großen Artikel geschrieben mit 30 Gründen, warum er sich derzeit noch nicht impfen lassen möchte. Und das hat natürlich dann zu Gegenreaktionen geführt und Kontra. Es könnte auch dazu führen, dass er Probleme bekommt und so weiter, ja. Aber er hat den Mut gehabt und das wurde veröffentlicht und von zigtausenden Leuten geschaut im Internet. Also die Gegensätzlichkeit von Christian Felber, Gemeinwohlökonomie GWÖ, und seinen Corona-gläubigen Kritikern wird erst verstehbar durch die GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future.de und der GWW, Gemeinwohlwirtschaft der Partei des Gemeinwohls PDG. Felber hat sich seine gesunde linke Kritikfähigkeit echter Linker, wie zum Beispiel der Next Scientists for Future und der PDG, bewahrt, dass nämlich marktwirtschaftliche Industrien im Gegensatz zu gemeinwohlwirtschaftlich gelenkten Industrien zum Profitmachen auf Kosten der Menschen neigen und dabei nur allzu oft über Leichen gehen. Seine Kritiker verfügen nicht mehr über diese echt
echte linke Kritikfähigkeit und sind deswegen Opfer der Propaganda, Gehirnwäsche und Manipulationen durch die nicht bewussten VIs vorteilbringenden Irrtümer der entsprechenden Konzerne und werden insofern wiederum zu kostenlosen Werbeträgern genau dieser profitorientierten Konzerne und ihrer vorteilbringenden Irrtümer. Diese Opfer betreiben kostenlose Werbung für den Kauf von, in Anführungszeichen, Gesundheitsprodukten von profitmaximierenden marktwirtschaftlichen raubtierkapitalistischen Industrien. Das ist der entscheidende Unterschied. Also das beschreibt doch sehr schön diesen Unterschied, dass eben echte Linke sagen, Vorsicht, kapitalistische Industrien, auch wenn sie uns Impfungen verkaufen wollen, sind immer potenziell hochlebensgefährlich, weil sie im Zweifelsfall auch über Milliarden Leichen gehen würden, um Profite zu erzielen. Ne? Und das nicht bewusst, sondern das ist keine Verschwörung, sondern die glauben ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand Jahrzehnte in der Fastfood-Industrie arbeitet. Vielleicht glaubt er wirklich, nach einiger Zeit glaubt er auch, dass Fastfood das gesündeste Essen der Menschheit sei. Ne? Und so entwickeln sich in den Industrien natürlich die eigenen vorteilbringenden Irrtümer. Die werden auch geglaubt, sodass alles Schädigen der Menschheit dann nicht bewusst geschieht. Also wir erteilen jeder Verschwörungstheorie eine Absage, aber sagen trotzdem, müssen wir sehr vorsichtig sein bei allen kapitalistischen marktwirtschaftlichen Industrien. Erst Wirtschaft wird gut, erst durch Gemeinwohlwirtschaft, durch die Lenkung durch Gemeinwohlwirtschaft. Ich lese mal weiter. Die Partei des Gemeinwohls, PDG, geht sogar noch weiter und versteht die naturwissenschaftlichen evolutionsbiologischen Analysen der nextscientistsforfuture.de bezüglich der Evolution der Gesundheitssparten sogar so, dass höchstwahrscheinlich alle heutigen Gesundheitssparten ihre bleibende Herkunft im Quacksalbertum und der Scharlatanerie haben dürften. Die allerfrühesten profitorientierten marktwirtschaftlichen krankheitsförderlichen Veränderungen in Richtung künstlicher Nahrungsprodukte, von denen ja die heutige Nahrungsindustrie übervoll ist, diese Veränderungen erzeugten Immunschwächungen und Krankheitsbeschwerden und anstatt deren Ursachen zu beheben, hängten sich die Gesundheitssparten als Parasiten an die leidenden Menschen dran und kassierten sie mit unrealistischen Heilsversprechen zusätzlich noch ab. Also zu allem Überdruss hatten dann also die Menschen nicht nur ihr Leiden, heutzutage dann vielleicht die Schmerzdämpfung, die sie dann auch sogar als positiv erleben, aber eigentlich, wo die Ursachen der Krankheit nicht behoben werden, die Krankheit eigentlich immer schlimmer wird, auch wenn die Schmerzen abgeschaltet werden, werden ja darunter die Erkrankungen immer schlimmer. Und insofern werden auch heute so vielleicht eventuell auch noch die Menschen mit unrealistischen Heilsversprechen zusätzlich noch abkassiert, denn all diese verkauften Medikamente ändern ja an der zugrundliegenden Fehlernährung zum Beispiel gar nichts. Ne? Und damit sind sie sozusagen ein zusätzliches Abkassieren. Ne? Insgesamt führen die naturwissenschaftlichen Analysen zu der berechtigten Befürchtung, dass die Gesundheitssparten vermutlich viel mehr Menschen zu chronischer Krankheit und zu Tode gebracht haben dürften, als sie jemals vor dem Tode und chronischer Krankheit gerettet haben dürften. Ja, also das ist wirklich unklar. Wir haben wirklich keine Ahnung, ob nicht die Gesundheitssparten generell mehr Menschen umgebracht haben, als sie gerettet haben.
Ja, früher hatten große Fürsten schon immer diese Ahnung und haben deswegen oft die Ärzte ihres Landes ins Feindesland geschickt, damit die möglichst viele Leute dort umbringen und nicht im eigenen Lande, ne? Leider vermeidet die heutige Welt große echte wissenschaftliche Untersuchungen zur Frage, ob die Gesundheitssparten in Summe mehr Schaden anrichten als Nutzen. Solche Untersuchungen erübrigen sich aber glücklicherweise nach Einführung der Gemeinwohlwirtschaft als Nachfolgemodell der untauglichen Marktwirtschaft, weil dann Profite auf Kosten der Menschen nicht mehr geduldet werden und die Gesundheitssparten dann nur noch von bewiesener Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung profitieren können und im Falle versteckter Schädigung von zu Dauerkunden gemachten Menschen pleite gehen wegen solcher Steuerungselemente wie Steuervorteilen, das ist eher die Idee von Christian Felber, und Verdienstzuschüssen, das ist eher unsere Idee, beziehungsweise der Reduzierung derselben. Das heißt also, da, wenn wirklich objektiv gemessen wird, ob ein Teil der Gesundheitssparten uns alle eher beschädigt oder eher nutzt, dann gibt es finanzielle Sanktionen, entweder positive Sanktionen oder negative, relative negative Sanktionen, indem eben bestimmte Verdienstzuschüsse nicht gewährt wird, aber anderen Wettbewerbern gewährt werden, was dann ja zur Pleite gehen des schlechteren Wettbewerbers führt, ne? Ja, und dann haben wir ja das Thema hier, dass wir auch noch jetzt das so viel zum Thema der politischen Weltrettung. Und wie gesagt, das ist die Wahrheit über die Welt, während sie überall sonst kriegen sie nur Propaganda, Gehirnwäsche, Massenmanipulation und Werbung. Sie kriegen nichts anderes, weil wir in der Marktwirtschaft leben und die Marktwirtschaft produziert immer nur solches. Auch wenn sie vermeintlich DDR-freundliche, pseudokommunistische und pseudoplanwirtschaftliche Thesen hören, wie Mindestlohn, Mietendeckel, Tariflöhne, gewerkschaftliche Streiks und so weiter. Das klingt alles so schön links, ist aber in Wirklichkeit auch nur marktwirtschaftliche Propaganda für die sogenannten Sozialsparten, weil all diese Maßnahmen am Ende dazu führen, dass Deutschland ein Land der Massenarbeitslosigkeit wird und das dann von den Sozialsparten, den Wohlfahrtssparten gewinnbringend verwurstet werden kann, sozusagen nach dem Motto, große Karriere im Arbeitsamt kann man nur dann noch machen, wenn die Zahl der Arbeitslosen endlich wieder ein bisschen ansteigt durch eine Politik, eine falsche DDR-ähnliche Politik, die dann wieder die Wirtschaft schwächt und damit die Massenarbeitslosigkeit vergrößert und die großen Konzerne dazu bewegt, ihre Arbeitsplätze in Deutschland zu kündigen, Hunderttausende Arbeitslose zu hinterlassen und sie den Sozialsparten zur Verwurstung anzuvertrauen und die Arbeitsplätze dorthin zu verbringen, wo sie nur die Hälfte kosten, nämlich nach Polen, nach Tschechien, nach Indien, nach China, wo auch immer hin, ne? Und dann haben wir noch die zweite Lösungsstrategie, die noch möglich ist oder noch möglich erscheint, die Welt zu retten, ja? Das ist dann eben die Lösungsstrategie über hier die Mehrgenerationen-Lebensgemeinschaften und Kommunensupervision, also die Gemeinschaftenberatung, also hier die superglückliche Kommune, können Sie ja in Ruhe lesen. Ja, und da haben wir jetzt also geschrieben, auch an unsere diesbezüglichen Diskussionspartner. Wie immer hatte ich, das habe ich also geschrieben, an die Diskussionspartner. Wie immer hatte ich die wichtigsten Sachen wegen sehr schlechter Tonqualität und Technikstress überhört. Wenn ich Öffi, das ist der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, das ist sein Rufname sozusagen, sein Spitzname,
Schluck Wasser. Wenn ich Öffi richtig verstanden habe, hat er sich ein ganz klein wenig zu einem Leistungskommunismus, einem Schenken mit einem leisen, egoistischen Unterton bekannt. Die Verantwortungsgemeinschaft anerkennt und sieht die Leistungen für die Gemeinschaft und danach richten sich zum Beispiel auch die Entscheidungen für die freie, verantwortliche Zuchtwahl, das muss ich mal gerade aktualisieren, Antwort, das ist ja ulkig, warum ist das nicht korrigiert? Wortliche Zuchtwahl, da muss geändert werden. Die Zusammenstellung des nächsten leiblichen Elternpaares, na, das gucken wir mal. Ich habe den Fehler schnell korrigiert. Die Verantwortungsgemeinschaft, das wäre die, also die vollumfänglich im Sinne des Diplom-Theologen, des berühmten Diplom-Theologen, berühmt aus von Maischberger, Stefan Raab, NDR, SWR und was auch immer berichten, ne? Die Verantwortungsgemeinschaft anerkennt und sieht die Leistungen für die Gemeinschaft. Und danach richten sich zum Beispiel auch die Entscheidungen für die freie, verantwortliche Zuchtwahl, die Zusammenstellung des nächsten leiblichen Elternpaares für das nächste Kind, was dann für die Leistungserbringer ja auch als eine Art Belohnung und Anerkennung ihrer Leistungen empfunden werden kann. Also kurz dazu. Also Sie erinnern sich vielleicht, dass wir bei der Matriarchatsforscherin Dr. Heide Göttner Abendroth neben ihrem dogmatischen Auftreten und antiwissenschaftlichen Auftreten, sektiererähnlichen Auftreten, auch noch beklagt haben, dass sie so eine Idee einer absoluten egalitären Gesellschaft hat, in der also quasi es gar keine Rolle mehr spielt, wer leistungsfähig ist oder weniger leistungsfähig ist. Und wir sagen ja, auch im urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus oder Bonobo-Homo habilis-Schenker-Kommunismus und den entsprechenden Gruppenehen steckt ein gewisses verstecktes und kaum sichtbares Leistungsprinzip, nämlich dass die Frauen sehr sorgfältig die Leistungsfähigkeit der Männer beobachten und die leistungsfähigeren Männer mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zulassen als Vater ihres jeweiligen nächsten Kindes, trotzdem sie mit allen gleichermaßen Sex haben. Und das ist also ein perfektes, aber manchmal übersehbares Leistungsmessungsprinzip. Das kann man missverstehen, als wäre das eine egalitäre Gesellschaft, ist aber keine absolut egalitäre Gesellschaft, sondern auch dort ist es so, dass die meisten Kinder gezeugt werden am Ende von Männern, die für die Gemeinschaft hohe Leistungserbringen. Also der Bonobo-Kommunismus ist eigentlich ein Leistungswettbewerbskommunismus, erscheint aber nach außen hin ziemlich egalitär, ist aber nicht egalitär. Und deswegen sagen wir ja, dass wir deswegen sagen, dass wir als experimentell innerhalb der superglücklichen Kommunen gerne auch eine experimentelle Seite haben, nämlich die immer auch eine Gruppenehe gerne mit drin hätten, im Sinne des urmatriarchalen, pazifistischen, Bonobo, Homo erectus, Schenker, kommunistischen Gruppenehelebens, sozusagen. Und dann, da würden nämlich diese ganzen Leistungsmessungsmechanismen rein, auch die ganzen biologisch-genetischen Mechanismen, die uns helfen, dann aus der erdzerstörenden Konsumsucht und aus der erdzerstörenden Überbevölkerungstendenz auszusteigen, so dass wir dann in ein Gleichgewicht mit der Nutzungsmöglichkeit der Erde kommen können, ja. Und ja.
Und dann heißt es hier weiter, dann hätten diese Leistungsfähigen ja auch keinerlei Grund mehr, die Verantwortungsgemeinschaft zu verlassen, weil sie ja glücklicher nirgends sonst leben können. Also das heißt, der Herr Diplom-Theologe Jürgen Wagner hatte also quasi angeboten in der Talkshow, in der 951, glaube ich, Next Scientists for Future, bei YouTube, ja quasi angeboten, ohne dass ich das richtig gehört hatte, dass er auch so eine kleine Prise Leistungskommunismus in seinen Verantwortungsgemeinschaften ja auch ein bisschen zulassen könnte, eventuell. Wenn ich ihn da nicht falsch verstanden habe, das werden wir nächsten Samstag klären, ne? Und ich habe aber jetzt erstmal geschrieben, diesen allerwichtigsten Punkt hatte ich auch völlig überhört. Aber dass er gesagt wurde, und ich bin ziemlich sicher, dass er gesagt wurde, ob er so gemeint war, wird sich zeigen am nächsten Samstag. Aber dass er gesagt wurde, zeigt wieder, dass wir auf dem allerhöchsten Niveau sprechen überhaupt. Und da ja noch die Offenheit für das Experimentelle dazukommt, können wir einfach experimentell schauen, wie sich Rückgang von Konsumsucht und von Überbevölkerung als Erdüberlaster entwickeln im Rahmen von Verantwortungsgemeinschaften innerhalb der Gesamtkommune und im Rahmen von Bonobo-Schenker-Gruppenehen im Rahmen der Gesamtkommune. Ja, einfach gucken, wie es sich entwickelt, was bessere Ergebnisse hat, wo die Menschen. Ich gehe davon aus, dass wir eventuell das erfüllte Liebesleben in der Bonobo-Schenker-Gruppenehe brauchen, um die Konsumsucht und auch die Überbevölkerungstendenzen ausreichend zu reduzieren, um die Erde aus der Überlastungssituation herauszuführen. Ja. Was nicht bedeutet, dass ich es für bewiesen halte, dass wir tatsächlich ein Klimaproblem hätten. Das weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus und dazu äußere ich mich nicht. Aber wenn die Welt ein Klimaproblem sehen sollte, hätten wir dieses Lösungsmodell dafür. Siehe auch auf der Partei das Gemeinwohlseite, wenn man da in der Suchfunktion nach Klima sucht. Ne? Ja, also ich wiederhole nochmal, im Gegensatz zu all der Gehirnwäsche, Massenpropaganda, Massenmanipulation und Werbung, der sie überall sonst ausgesetzt sind und von denen ihr Gehirn ganz sicher gewaschen ist, bieten Next Scientists for Future vom Weltrat, also alternativ dazu die Welt der Wahrheit, eben einmal die Gesellschaftstherapie, siehe zum Beispiel die Frackpartei, die Freie Argumente Kulturpartei, Partei des Gemeinwohls PDG, und die Individualtherapie innerhalb von Lebensgemeinschaften, Kommunen, die VIAT, die oder VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie. Im Plenum Konflikte, Fragezeichen, Irrtümer, Fragezeichen, Wohlfühlen, superglücklich. Und ich glaube, also der wichtigste Punkt ist überhaupt, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Also wir sollten neue Leute in den Gesprächskreisen immer nur noch zulassen, mit dem Punkt sozusagen, ja, sag uns deine Wahrheiten. Denn eventuell sind es Irrtümer. So ungefähr könnte man es sagen. Nur jemand kann daran teilnehmen, wenn er auch wirklich in der seine Sichtweise bereit ist, auch zu vertreten mit Argumenten. Und damit wir dann sagen können, ja hoppla, aus unserer Sicht ist das aber eher eine hier, sind sie damit Opfer geworden der Gehirnwäsche, Propaganda und Massenmanipulation, dieser oder jener Sparte, also dieser Diktatur der Sparten, der verschiedenen Sparten, die ihnen ihre vorteilbringenden Irrtümer nahegebracht haben, die sie jetzt für Wahrheit halten und für die sie weiterhin unfreiwillig Werbung machen, indem sie sozusagen deren vorteilbringende, wir nennen das auch Lobbyist Widerwillendasein sozusagen, sie sind also deren Lobbyist geworden, indem sie deren vorteilbringenden Irrtümer wiederholen. Wir haben gerade so eine Situation, dass also wir der Meinung sind, dass die zum Beispiel jetzt hier
die, wenn man hier eintragen würde, die Clearing-Sparte, das sind so diese Wünschelrouten, ja, Besetzungsreiniger, Clearer und so weiter. Diese Profitsparte der Marktwirtschaft, die hat eigene vorteilbringende Irrtümer, infiziert damit viele Menschen. Also zum Beispiel ich, solange ich als Kind noch nie was von von irgendwelchen Geistern und Besetzungen, die zu klären wären, je gehört hatte, hatte ich auch nie irgendwelche Wahrnehmungen in diese Richtung. Also es könnte sein, dass erst Menschen, die infiziert sind von solchen esoterischen, profitorientierten Sparten, dass erst die anfangen, solche Fehlwahrnehmungen zu bekommen und oder solche Halluzinationen zu bekommen. Und sicherlich hat das Ganze seinen Ursprung darin, dass natürlich auch schon vor längerer Zeit die Menschen so verrückt waren, dass sie bewusstseinsverändernde Drogen zu sich zugenommen haben. Und im Sinne dieser Halluzinationen haben sie dann bestimmt auch irgendwelche Ahnen gesehen, irgendwelche Besetzungen. Und daraus ist wahrscheinlich die tiefere Herkunft dieser Profitindustrie, dieser Besetzungsclearingssparten. Und dann haben wir ja auch in den Diskussionen auch, dass eine Person auch immer noch die falschen Gedanken, vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten zur Gehirnevolution glaubt und davon infiziert ist. Ja, und so haben wir es ständig damit zu tun. Und deswegen kommen Sie zu uns, sagen Sie uns, was Sie für Wahrheit halten und wie Sie unser Leben verbessern wollen, was Sie dabei für Wahrheit halten. Und dann können wir Ihnen eventuell aufzeigen, wo Sie da einfach nur ein Opfer irgendeiner, vielleicht noch nicht genannten Sparte wurden, die ihr Gehirn verseucht haben mit ihren jeweiligen vorteilbringenden Irrtümern und sie damit zum Opfer und zum Werbeträger zugleich ihre eigenen Interessen gemacht haben und sie dadurch durchmanipuliert haben. Ja, ich lese mal weiter, was hier sonst noch so steht. Gehirnwäsche durch Pseudowissenschaften. Viele durch Pharma- und Impfindustrie bezahlte Professoren behaupten X. Darauf folgt, dass 99% der Wissenschaftler sozusagen ja das für Wahrheit halten. Irgendwie so, ja. Das heißt also, und wenn dann 99% der Wissenschaftler, und jetzt geht man dahin und macht also diese neu moderne, ach ja, das war so ein, glaube ich, ein Bericht darüber, wie eben auf neue Weise neue Wahrheiten geschaffen werden. Man lässt also die Industrien, die Universitäten kaufen und Gelder fließen hin zu den Professoren und dann werden die Universitäten zu pseudowissenschaftlichen Wiederholern der vorteilbringenden Irrtümer der Konzerne, zum Beispiel der Pharma- und Impfsparten, ja. Und dann sozusagen, und dann geht man hin und behauptet, ja, gucken Sie doch mal, wie viele Wissenschaftler die Wahrheit, also behaupten, dass die Pharma- und Impfindustrie recht hat mit ihren Ideen, ja, und mit ihren Produkten. Und dann sagt man das Argument, ja, so nach dem Motto, sieht doch mal, die Industrie hat es geschafft, dass die Mehrzahl der Professoren ihr zustimmt. Und das ist jetzt der Beweis dafür, dass, weil eben viele Wissenschaftler zustimmen, ist das jetzt angeblich die Wahrheit. Dabei kann die Wahrheit in Wirklichkeit von den 1% stammen. Denken Sie an Darwin und Galilei oder Semmelweis und so weiter. Das waren immer höchstens die 0,1% aller Wissenschaftler oder Wissenschaftskritiker. Und die hatten recht. Und die 99,9%, die jeweils von der damaligen Wirtschaft geschmiert, beeinflusst und was auch immer waren, die hatten eben alle Unrecht. Also in Wirklichkeit ist dieses Argument, dass man wissenschaftliche Wahrheit an der großen Zahl der gekauften Professoren erkennen könnte, grundsätzlich immer Unrecht.
Wir müssen über den Weg der Argumenteprüfung gehen. Es gibt keinen anderen Weg, weil wenn viele bestochene Professoren etwas sagen, braucht das mit Wahrheit überhaupt nichts zu tun zu haben. In der Geschichte der Wissenschaft hatten eigentlich immer die 0,1% Recht und die 99,9% Unrecht. Ja? Also, in Wissenschaft war es in Wirklichkeit ist es ganz anders. Ganz oft haben hier die einzelnen Genies Recht und behalten dauerhaft Recht. Ja? Wenn 99% der Wissenschaftler jetzt gekauft würden und sagen würden, die Erde ist flach, dann behalten immer noch Galilei als Einzelner Recht, wenn er in solche Ideen aufwirft, die dazu führen, dass man die Erde als rund betrachtet. Ne? Ja, und wir müssen vielleicht einen neuen Begriff bilden, die Herden. Also hier müssen wir eigentlich dann noch den Begriff mitdenken, der Herden. Ne? Insgesamt sind das alles entstehende Herden rund um die Spaten. Der Kern jeder Herde ist, und oft der Entstehungspunkt jeder Herde ist eine bestimmte Sparte, zum Beispiel die Alkoholsparte oder die Tabaksparte. Die Tabaksparte führt dann zu einer Spartenherde, zu der Zukunft zugehörigen Spartenherde, in dem sowohl die Profiteure, also die Sparten selber, als auch ihre Opfer zu Werbeträgern, Trägern der Gehirnwäsche, der Massenpropaganda, also Multiplikatoren der Gehirnwäsche, Massenpropaganda, Massenmanipulation und Werbung der Sparten, der vorteilbringenden Irrtümer der Sparten, also zu Multiplikatoren der vorteilbringenden Irrtümer dieser Sparten geworden sind. Also wir haben es mit einem Mitläufertum in den Herden zu tun oder bezüglich der Herden zu tun. Warum das jetzt aber zu klein ist, ist mir so ein bisschen ein Rätsel, ne? Also der Ausschnitt ist ja zu klein. Na naja, gut, dann müssen wir das nächste Mal besser machen. Ja, und dann lese ich mal noch weiter vor. Der Naive hofft immer wieder, dass die Sparten doch die Spartenherden doch recht hätten, weil es so schön wäre, wenn man einfach einer Herde nachlaufen könnte innerhalb der Marktwirtschaft und dann doch recht hätte. Aber in einer Herde nachlaufen können sie nur innerhalb der Gemeinwohlwirtschaft und dann auch noch recht behalten. Ja? Aber wer mit einer Spartenherde mitläuft innerhalb der Marktwirtschaft, ist eigentlich immer in der Unwahrheit. Und wer in einer Spartenherde innerhalb der Gemeinwohlwirtschaft mitläuft, der befindet sich dann automatisch in der Wahrheit, weil die Gemeinwohlwirtschaft einfach keine Unwahrheiten mehr zulässt, keine profitablen Unwahrheiten, also und damit auch keinerlei vorteilbringende Irrtümer mehr zulässt. Ja? Ja, dann war so ein Beispiel noch, dass der Irak seine Bürger nicht zurück will. Ja, warum will er die nicht zurück? Warum sind das nicht abgewanderte Leistungsträger, sondern eventuell Minderleister? Ja, also merken all die Staaten, die ihre eigenen Bürger nicht zurück wollen, warum wollen die diese eigenen Bürger nicht zurück? Vielleicht, weil es sich um kriminelle Minderleister handelt, ohne Fähigkeiten, die sowieso nur ein Kostenfaktor im Staate waren, und wo sie dann ganz froh sind, dass diese endlich sich in Deutschland befinden und dort den deutschen Staat schädigen und nicht mehr den Irak schädigen. Ja? Ist das der tiefere Grund? Ne? Also ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich vermute das sehr stark, denn wenn das sich um leistungsfähige Auswanderer handeln würde, dann würde man die doch mit Kusshand zurücknehmen. Ne? Aber ich fürchte, das sind sozusagen für jeden Staat ruinöse Menschen und deswegen will der Irak sie nicht zurück. In der Gesamtherde müssen wir die Ursprungssparte und ihre Opfer, die zugleich meist Werbung machen, durch Weitergabe der vorteilbringenden Irrtümer der Sparte sehen. Also die Gesamtherde, also jede einzelne Sparte bildet um sich herum eine Gesamtherde, zu der
Gläubige Journalisten, Spielfilmemacher, Politiker, Parteien und so weiter gehören. Jede Sparte, da fließen teilweise Geldflüsse in alle gesellschaftlichen Bereiche rein oder irgendwie haben die jedenfalls große kommunikative Macht, diese verschiedenen Sparten. Und dann so breiten sich dann die vorteilbringenden Irrtümer der jeweils einzelnen Sparten im Rahmen einer Gesamtherde in die Köpfe der jeweiligen Opfer aus und dann sind entsprechend auch die Medienberichte und die politischen Entscheidungen voll von den vorteilbringenden Irrtümern der jeweiligen Sparten. Ne? Ja, also, deswegen müssen wir demnächst immer von vier Begriffen sprechen. Die Diktatur der Sparten arbeitet auf nicht bewusster Ebene immer mit einer nicht bewussten Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda beziehungsweise Werbung. Ja? Übrigens zeigten gerade in letzter Zeit, fallen gerade zwei große Western ein, die zeigten, gerade vorgestern ein Western und so weiter, die zeigten, wie es ist mit der Größe der Geschlechtsorgane von Ein-Ehe und Vielehe und Gruppenehe. Ach, ich bin zu weit. Ich bin viel zu weit hier. Was denn hier passiert? Ja, hier. Also wir hatten ja gesagt, dass Ein-Ehe, wenn ein Lebewesen für die Ein-Ehe genetisch konstruiert ist, dann müsste es bis vor 2,5 Millionen Jahren zumindest einen riesigen Körper gehabt haben, dann oder danach sehr geschickt mit Waffen umgehen können und gleichzeitig zur Größe der eigenen Waffen, gleichzeitig aber auch winzigste Geschlechtsorgane evoluiert haben. Das heißt also, die Western handelten davon, dass also Frauen hingingen, nein, dass andere Männer hingingen, die Frauen des Helden des jeweiligen Western vergewaltigt und getötet haben und oft auch noch das Kind getötet haben, ja, weil sie selber eben mit Waffengewalt versuchen wollten, die Frau des bisherigen Ehepartners zu monopolisieren für sich selber und aufs grausamste Weise die Frau vergewaltigt haben, das Kind getötet haben. Und am Ende hat der Held sich zwar gerächt, aber das zeigt, dass er eigentlich, auch in dem letzten Western, hätte der Held eigentlich nur, indem er sofort geschossen hätte, also durch kriegerische Mentalität, sozusagen seine Frau und seinen Sohn retten können, ja? Und das ist eben genau der Punkt, dass eben da aber die heutigen Menschen riesige Geschlechtsorgane haben, also Gruppenehegeschlechtsorgane haben und eben nicht die winzigsten. Also die Penisse, sagen wir mal so, wenn heute, sagen wir mal, ein Penis zum Beispiel 20 Zentimeter lang ist, würde ein Monogamist vielleicht einen 1 Zentimeter großen Penis haben, weil das völlig ausreichen würde, um diese eine monogame Frau, die ja dann auch treu ist und so weiter, zu befruchten. Und er müsste alle seine Energie darin reinstecken, waffenmäßig gut zu sein, damit er diese Frau mit Waffengewalt vor dem Zugriff anderer Männer beschützen kann. Ne? Und sozusagen, dann müssten ja auch eigentlich die anderen Männer, wenn sie dann nämlich mit Waffengewalt den Mann besiegt haben, vielleicht sogar getötet haben, dann sind sie ja der waffenmäßige Besitzer, der neue Besitzer dieser Frau. Und dann reicht denen auch wieder ein Mini-Penis von 1 Zentimeter, um diese Frau dann über kurz oder lang auch befruchten zu können. Ja? Also, jetzt könnte man mal überlegen, ob es vielleicht man könnte versuchen, eine Logik zu konstruieren, dass der Vergewaltiger quasi
den Mann waffentechnisch besiegt. In dem Fall, in dem Western, war das so, dass der irgendwie überlebt hat. Aber das ist eigentlich unrealistisch. Denn wenn die Vergewaltiger die Frau töten, dann könnten sie auch vorher schon den Mann töten können. Also ist dieser Western ein Märchen. In Wirklichkeit hätte man erst den Mann getötet, dann das Kind und dann die Frau vergewaltigt und danach getötet höchstens, ja? Als Verdeckungsmorde. Weil es spielt ja dann keine Rolle mehr, ob ein Mord oder drei Morde, das spielt alles keine Rolle mehr. Ja, und dann, wenn es wirklich darum gegangen wäre, dass die Gesellschaft es erlaubt hätte, dass man diese Frau hätte rauben können, längere Zeit gefangen halten können und sie dann Kinder gebären zu lassen, dann wäre doch aber auch wieder für diesen Eroberer ein Mini-Penis völlig ausreichend, um diese Frau zu befruchten und eine Mini und zwei, drei Samenzellen ständig vorrätig zu haben, sodass also jedes Mal, was weiß ich, eine Ejakulation von drei, vier, fünf Samenzellen ja völlig ausreichen würde, um diese Frau über kurz oder lang zu befruchten und dadurch dann Kinder in die Welt zu setzen. Ne? Das heißt, ich sehe nirgends, ich kann nirgends mir ein Szenario konstruieren, in dem jetzt plötzlich sozusagen der große Penis sinnvoll sein könnte. Denn, ja, dann müsste es ja zwei Arten von Menschen geben. Die einen, die ihr Heil in der Monogamie sehen und die alle genetisch einen winzigen Penis hätten und die anderen, die alle einen riesigen Penis hätten, um sozusagen eine monogame Frau zu überfallen, mit einem großen Penis vielleicht die mit einer großen Wahrscheinlichkeit ein Kind zu zeugen und dann wieder zu flüchten und dann davon auszugehen, dass diese Frau dieses Kind nicht aussetzen würde und nicht abtreiben würde und so weiter. Also das sind alles Konstruktionen, die mich nicht überzeugen. Also wenn wir Menschen genetisch für die Einehe oder die Vielweiberei geschaffen werden, hätten wir wie die Gorillas, die ja Vielweiberei betreiben, winzigste Penisse und winzigste Hoden und winzigste Spermienzahlen, die wir vorrätig halten. Und ich sehe kein Argument, das mich überzeugen könnte, warum jetzt ein Monogamist oder ein Haremshalter plötzlich solch riesige Geschlechtsorgane haben sollte, wie wir selber oder die Bonobos. Das ist nur sinnvoll in Lebensbedingungen einer Gruppenehe. Naja, gut. Auf jeden Fall waren diese Western da hochinteressant, weil sie nochmal deutlich gemacht haben, der Monogamist muss sich, seine Frau und seine Kinder mit Waffengewalt verteidigen, sonst wird er getötet, normalerweise, und andere nehmen seine Frau in Besitz. Also, und Monogamie geht also immer mit Einsparung bei den Geschlechtsorganen und Investition in Waffen und Kampf einher. So sind wir aber nicht von Natur. Wir sind diejenigen, die mit riesigen Geschlechtsorganen ihre Fortpflanzungschancen erhöhen und dafür dann bis sichtbar in der Zeit hier unsere Eckzähne, also unsere Waffen, als es noch keine Waffentechnik gab, unsere Waffen abgebaut hatten, passend zur Gruppenehe, weil dort einfach keinerlei Rivalenverhalten mehr eine Rolle spielte. Und damit das Szenario der Western ist eigentlich ein Szenario, was es nur innerhalb der Marktwirtschaft gibt. Denn woher kommt dieses Western-Szenario? Die Marktwirtschaft führt, wo ist die Diktatur der Spaten? Führt dazu, dass zum Beispiel die Nahrungssparten, irgendwo stehen die hier, Nahrungssparten zum Beispiel, uns beibringen, Gruppenehe ist pfui, Monogamie ist gut, dadurch werden wir künstlich manipuliert durch die Diktatur der Spaten, werden wir mit ihren vorteilbringenden Irrtümern Gehirn gewaschen und von allen Seiten dann, von der Gesamtspartenherde Gehirn gewaschen. Dadurch folgen wir diese Gebote und leben brav in Einehe oder in monogamen Partnerschaften, ne? Aller Art. So, und jetzt werden wir unglücklich, weil wir nicht richtig befriedigt werden in der Monogamie.
Und dann kaufen wir mehr Nahrung, mehr Alkohol, mehr Tabak, mehr Drogen und so weiter. Ja, also alle profitieren dann von unserer Konsumsucht. Darunter geht dann die Erde kaputt, ne? Also das heißt, nur in der Marktwirtschaft wird unsere genetische Tendenz hin zur Gruppenehe unterdrückt und mit Angst besetzt und verboten. Und nur weil wir diesen Verboten folgen, sind wir nicht offen für die Gruppenehe, sondern nur offen für die Einehe, und manche sind vielleicht noch für die Vielweiberei offen, aber niemand ist offen für die Gruppenehe der Bonobos und das Homo erectus. Ja. Ja, und am Samstag werde ich lesen aus diesen Dingen und werde dann Bezug nehmen auch auf die Clearing-Sparten und auf die Sozialsparten, die ja sozusagen auch unsere Diskussionspartnerinnen da infiziert haben, erfolgreich mit ihren vorteilbringenden Irrtümern. Also das große Thema der Zukunft sind die Gesamtherden mit ihren Kernsparten und die Spartenherden, die also die Spartenherden machen Menschen zu ihren Opfern, und die werden dann zu den Lobbyisten wider Willen, den unfreiwilligen Werbeträgern, sozusagen der vorteilbringenden, nicht bewussten vorteilbringenden Irrtümer. Nochmal die Absage an alle Verschwörungstheoretiker, die nicht bewussten, die Werbeträger der nicht bewussten vorteilbringenden Irrtümer. Ja, tschüssi, bis bald. Also wie gesagt, noch einmal, nur hier finden Sie Wahrheit und Aufklärung. Wir sind ja die Vertreter der wissenschaftlichen Aufklärung, der Epoche der Aufklärung. Wir sind ja die Vollender der Aufklärung sozusagen. Und alles andere ist Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung. Auch wenn es im Gewande von Wissenschaft daherkommt, es ist meistens Pseudowissenschaft. Sie finden heute nur noch ganz wenig Wissenschaft. Das meiste ist eh nur noch Pseudowissenschaft. Tschüssi, bis bald.